Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Emil Jakob Schindler, bedeutender Vertreter des Stimmungsimpressionismus oder poetischen Realismus Österreichs. Die direkte Antwort auf den französischen Impressionismus, wenngleich Emil Jakob Schindler andere Lösungsansätze findet. Und doch, vieles verbindet ihn mit den Vertretern dieser bedeutenden Strömung der Moderne. Die Dampfschiffstation an der Donau gegenüber von Kaisermühl, die Emil Jakob Schindler mit seinen stimmungsintensiven Schilderungen der Natur, der Landschaft, der Gegebenheit festhält, wenn wir diese lakonische Örtlichkeit, die eigentlich erstaunlicherweise von ihm als bildwürdig erachtet wird, obwohl es sich um eine nicht besonders attraktive Location handelt, wenn Emil Jakob Schindler mit großer Liebe zum Detail den sich sonnenden Hund im Vordergrund, gerade da, wo die Sonne hinfällt, darstellt, oder aber eine weiß gekleidete Dame mit ihrem Sonnenschirm, die im Begriffe ist, auf den Bootssteg hinauszutreten. Und da ist es, das Dampfschiff, neben einer Zille, die gerade noch am Rande des Bildes angeschnitten zu sehen ist. Nicht von ungefähr wählt Emil Jakob Schindler diese Station des Dampfschiffes, das gerade im Begriff ist, zu halten. Er ist ein aufgeschlossener, ein modern denkender Künstler und somit werden Dinge als bildwürdig erachtet, die durchaus mit dem großen Wandel der Zeit einhergehend zu tun haben, mit der Industrialisierung, mit der Technisierung. Die Eisenbahn, die schmauchend und fauchend und rauchend durch viele dieser Bilder hindurch rast, oder aber die ebenfalls von der Verbrennungstechnik betriebenen Schiffe auf der Donau, die hier zum Thema eines Bildes werden, mit all dem, was diese Station umgibt, bis hin zum Lagern von Holzplanken, die gerade noch, wie fotografisch festgehalten, am Rande des Bildes angeschnitten sind. Somit bekommen wir den Eindruck von dieser Modernität, von dieser neuen Sicht auf die Welt, die allerdings von Emil Jakob Schindler nicht so, wie es die jungen Künstler in Frankreich im Wald von Fontainebleau, die sich zusammentun, in der École de Barbizon tun, indem sie flüchtig die Farbe auf die Leinwand patzen und in einer divisionistischen Malweise eine Atmosphärik festhalten, sondern bei ihm ist diese Balance zwischen Naturalismus und einer Betonung der Atmosphärik, der Stimmung im Vordergrund steht. Emil Jakob Schindler, der 1842 in eine durchaus wohlhabende Fabrikantenfamilie, die seit dem 17. Jahrhundert in Niederösterreich ansässig war, hineingeboren wird. Ihm ist eigentlich ursprünglich eine Militärlaufbahn vorgezeichnet. Allerdings wird er 1860 mit großem Talent an der Akademie der Bildenden Künste seine Ausbildung beginnen, jedoch sehr bald abgehen von dieser akademischen Idealvorstellung des Zeigens einer Landschaft, wie sie feinmalerisch ausformuliert wird, und sein Pinselduktus wird sehr viel flüchtiger und rascher, und doch schafft er die Balance zwischen diesem Realismus und dem atmosphärischen Andeuten von Details. Viele Jahre hindurch wird der mit Hans Mackart, dem großen Malerfürsten des eklektizistischen Ringstraßen-Wien, befreundete Emil Jakob Schindler Reisen nach Venedig, nach Dalmatien unternehmen. Es ist vor allem aber auch Mähren oder Ungarn, wo die Künstler dieser Tage ganz bewusst, wie die holländische Landschaft auch, Orte aufsuchen, wo tief angesetzte Horizonte erlauben, den Himmel im Vordergrund stehend zu zeigen und darzustellen. Und dann der Durchbruch, ein großer Preis für ein Tafelbild, das erlaubt nun Emil Jakob Schindler, der inzwischen die Opernsängerin Anna-Sophie Berger geehelicht hat. Sie war bereits schwanger, aber dies wusste man ganz geschickt und raffiniert zu verstecken und zu verdecken. Nun, das junge Paar, das die ersten Jahre zu dritt und später dann zu viert
sich die Wohnung mit einem Künstlerfreund teilend unter relativ ärmlichen Bedingungen leben muss. Der Durchbruch ab diesem Zeitpunkt wird Emil Jakob Schindler auch als Lehrer in Erscheinung treten. Er pachtet das Schloss Plankenberg in der Nähe von Neulenkbach und wird dort als geschätzter und sehr, sehr engagierter Lehrer nicht nur Maler, sondern vor allem Malerinnen prägen und fördern. Marie Egner, Olga Wiesinger-Florian, aber auch sein Schüler und späterer Assistent Karl Moll, der ihn dann insofern beerben wird, als der frühe Tod Emil Jakob Schindlers. Er wird mit 50 Jahren an einer verschleppten Blinddarmentzündung versterben. Karl Moll wird seine Ehefrau ehelichen. Emil Jakob Schindler prägt die Landschaftsdarstellung seiner Zeit. Sein Herangehen ist durchaus zeitig und modern und es erlaubt uns diesen großen Wandel in einer Zeit, in der die Gesellschaften Europas von einer Liberalität, vor allem aber von den technischen Gegebenheiten, der Gütertransport, der in den Vordergrund gerückt wird, weil die Manufakturen nun von großen Fabriken ersetzt werden, weil die Menschen in dieses unglaublich rasche und kraftvolle Getriebe der Massenproduktion eingespannt, einen Wandel in den Ballungszentren erleben und erfahren. Städte werden zu Metropolen, die Dimensionen des Lebens verändern sich nicht zugunsten der Majorität. Die Ungleichheit zwischen Arm und Reich wird definitiv zunehmen und sich steigern. Lassen Sie sich von diesem poetischen Realismus, von diesem Stimmungsimpressionismus österreichischer Ausformung in die neue Sicht auf die Welt des 19. Jahrhunderts hineinführen und hineinziehen. Ein Blick, der immer wieder lohnt. Die Aura dieser Bilder des Emil Jakob Schindler ist dazu angetan, sich darin zu verlieren. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen in der österreichischen Galerie Belvedere.